Liebe Schachfreunde, heute mal kein eigenes Spiel von mir, sondern eine, wie ich finde, interessante Aufgabe, eine Endspielsituation, die sehr häufig vorkommt, auch in meinen Spielen, aber diesmal aus einem Spiel zwischen Caruana und Grischuk. Die beiden haben ja in dem Kandidatenturnier um die Herausforderung des Weltmeisters, das gerade zu Ende gegangen ist, mitgespielt. Und die letzte Partie zwischen diesen beiden, die hatte also eine Stellung, wo man in der Tat was draus lernen kann, wenn es nämlich um Endspiel geht. Und Jan Gustafsson, der das Ganze auf Chess24 kommentiert hat, hatte das auch bei der Kommentierung erläutert, wie man hier spielen hätte müssen, wenn es so gelaufen wäre. Das Spiel lief allerdings so, dass die Türme, die sich hier gegenüberstehen, nicht getauscht wurden. Es ist dann trotzdem Remis ausgegangen. Aber die Aufgabe war, was wäre gewesen, wenn die Türme getauscht worden wären? Und wer hätte möglicherweise gewinnen oder Remis halten können? Und wenn ja, wie? Und wir können uns das mal ansehen auf dem Variantenbrett von Lichess. Da habe ich die Stellung mal aufgebaut. Weiß hat hier den vom Computer auch empfohlenen Zug gemacht, nämlich nach links zu gehen, also den Turmaustausch zu verhindern. Es steht aber trotzdem Remis und ist ja auch so ausgegangen. Aber was wäre gewesen, wenn er geschlagen hätte? Natürlich hätte Schwarz zurückgeschlagen. Und jetzt nehmen wir mal an, Weiß wäre dann, ich mache mal hier die Computervorschläge aus, Weiß wäre zum Beispiel hier hingezogen. Wo muss Schwarz hinziehen? Das war die Aufgabe, die Jan Gustafsson den Zuschauern gestellt hat und dann auch erläutert hat. Ihr könnt das ja mal selber überlegen. Das ist ja eine Situation, die sehr häufig vorkommt in ähnlicher Weise. Jeder hat 4 Bauern und gut, die hier sind ein bisschen besser, weil sie zusammenhängen. Hier haben wir 2 Isolanis. Also ein Tick vielleicht Weiß besser, aber reicht das zum Sieg? Und wie kann Schwarz hier Remis halten? Wo muss Schwarz hingehen? Und man würde vielleicht dazu neigen zu sagen, okay, also Schwarz versucht hier möglichst dem weißen Bauern oder dem weißen König den Weg abzuschneiden. Aber das wäre ein grober Fehler gewesen, weil nämlich in dem Moment, wo er das macht, der weiße König in die sogenannte Opposition ziehen kann. Und das ist hier wieder das Konzept, was im Endspiel grundsätzlich ja die entscheidende Rolle spielt, wenn nur noch Bauern und die Könige auf dem Feld sind. Man muss immer versuchen, derjenige zu sein, der in die Opposition zieht. Das heißt also, es muss entweder ein Feld zwischen den beiden Königen sein, dann bin ich in der Opposition, oder eine andere ungerade Zahl von Feldern. Das wäre sogenannte Fernopposition. Und hier hat Weiß das geschafft. Und warum führt das zum Sieg von Weiß und zum Verlust von Schwarz? Machen die Computeranalyse mal an. Also schon gibt der Computer nicht mehr unentschieden, sondern plus 3,2. Schwarz muss ja ziehen. Zug 2 kann ich einfach hier stehen bleiben. Und je nachdem, wo er hinzieht, nehmen wir mal an, der beste Zug, sagt der Computer, wäre der hier. Dann zieht Weiß einfach vor. Und ja, ich mache mal einfach die besten Computerzüge. Dann würde er so spielen. Und er müsste irgendwie versuchen, das aufzuhalten. Den Bauern hier, sagen wir mal so. Dann kommt der andere König ran, dann versucht er ihn vielleicht so aufzuhalten und dann grast aber der gegnerische König hier die beiden Bauern ab und wird das Spiel gewinnen. So, und darum muss man, hier nochmal zurück, hier in dieser Situation einen anderen Weg finden. Der König kann nicht direkt hier in die Opposition ziehen, was eigentlich das Ziel wäre, weil dieses Feld hier wird ja von den Bauern beherrscht, das geht also nicht. Aber er muss dafür sorgen, dass er im nächsten Zug auf jeden Fall wieder in die Opposition kann. Wenn er jetzt hierhin ziehen würde, würde das ja nicht klappen. Dann zieht der weiße König hierhin, ist selber in die Opposition gezogen und der schwarze hat das Problem, was wir gerade gesehen haben. Also bleiben eigentlich nur 2 Felder. Die hier fallen beide aus, weil dann würde sich der König zu weit von seinen Bauern hier entfernen und der weiße König würde die abgrasen. Er muss ja außerdem diese Bauern und auch diese Bauern immer im Auge behalten, dass der Weiße nicht daran kann. Also muss er entweder hier hinziehen oder hierhin. Nehmen wir mal an, er macht hier den besten Zug, was der Computer wieder vorschlägt. So, jetzt kann der Weiße, ja gut, er kann die in die Opposition ziehen, in die Fernopposition. Das ist aber kein Problem, denn der Schwarze darf jetzt nicht den Fehler machen, wieder hier hinzuziehen.
Dann haben wir das gleiche Problem wie vorher. Aber er kann zum Beispiel hier hinziehen. Und jetzt funktioniert das nicht mit dem Vorstoß des weißen Bauern. Und auch nicht, wenn der König weiter vorgeht. Denn wenn er weiter vorgeht, sind wir wieder in der Opposition und er kommt nicht weiter. Und wenn er stattdessen versucht, den Bauern vorzuziehen, ja gut, den schlagen wir dann einfach. Er nimmt zurück und wir ziehen wieder in die Opposition. Und dann kommt der weiße König nicht weiter. Das Feld kann er ja nicht betreten. Und wenn er mit dem hier vorgeht, wird er einfach geschlagen, bringt ihm auch nichts. So, nochmal zurück zur Ausgangsposition. Und das war etwas, was mir also zumindest in dieser Konstellation nicht so klar war. Ich wusste zwar, wenn nur noch ein Bauer auf dem Feld ist, dann muss man immer versuchen, in die Opposition zu kommen. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Aber in dieser etwas komplexeren Situation gilt das ganz genauso. Opposition und eben auch der Versuch, den gegnerischen König daran zu hindern, entweder zu der einen Seite oder zu der anderen Seite hin auf die Bauern zuzulaufen und die eben abzugrasen. Ganz einfach wäre es, wenn der weiße König hier hingehen würde. Also wenn ihr jetzt der Weiße seid, dann solltet ihr es dem Gegner nicht zu einfach machen, wenn er hier hingeht und er kennt so ein bisschen auch nur die Oppositionsregel, geht er sofort hier hin und dann können sie nur noch hin und her ziehen. Zum Beispiel so. Jetzt kann er hier nicht in die Opposition ziehen, aber er kann dafür sorgen, dass er im nächsten Zug wieder in die Opposition kommt. Schlecht wäre es, wenn er hierhin ziehen würde, weil dann kommt der weiße König in die Opposition. Also, er hat hier nur die Auswahl, hier und hier kann er ja nicht hin. Entweder auf dieses Feld. So, der weiße König kann nicht direkt hierhin, weil das Feld wird ja von den Bauern beherrscht, sonst wäre er schlecht gewesen. Also geht er hierhin, ziehen wir wieder in die Opposition. So, und wenn ihr der Weiße seid in dieser Situation, dann solltet ihr vielleicht versuchen, den Gegner zumindest ein bisschen schwerer zu machen, indem er eben nicht dieses offensichtliche Feld hier besitzt, sondern eben erst hier hingeht. Und dann muss er zumindest überlegen. Direkt in die Opposition kann er nicht ziehen, wo muss ich hin? Und da ist es leicht, Fehler zu machen. Zum Beispiel eben entweder hier hinzugehen, dann bin ich in der Opposition mit dem Weißen. Oder genauso falsch wäre es, hier hinzugehen. Dann bin ich auch in der Opposition mit dem Weißen. Ja, also für mich war das eigentlich eine interessante, lehrreiche Sache. Ich habe das Kandidatenturnier leider nicht verfolgen können. Ich habe auch zu spät dran gedacht. Gestern nur ein paar Spiele noch im Rest des Turniers gesehen. Ist eigentlich immer ganz interessant, das zu verfolgen. Ich bin sogar mal live dabei gewesen, als das in Berlin stattgefunden hat vor ein paar Jahren. Habe Fabiano Caruana persönlich getroffen sogar. Also war schon eine tolle Sache. Diesmal habe ich es nicht geschafft, aber zumindest diese Sache habe ich jetzt davon mitgenommen und ja, vielleicht nutzt euch das was in einem eurer Endspiele. So etwas kann dann nach einem langen Spiel darüber entscheiden, über Sieg, Niederlage oder eben zumindest ein Remis. Ja, das war's schon. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.